Das ist mir ein paar Tage her. Wird wahrscheinlich zum Running Gag langsam. Aber jetzt komme ich mal wieder zu einer Runde Final Fantasy. Mai. Das ist jetzt hier dazwischen immer gekommen. Jetzt mit dem PS5 Release. Demon's Souls. Spiele ich halt auch aktuell sehr gerne. Wenn ihr unseren Kanal verfolgt, dann wisst ihr das. Ja, aber zurück zu Final Fantasy. Hier haben wir den quasi Agenten letztens getroffen im Shinra-Gebäude. Und nun kann es weitergehen. Ich muss noch was geben, Oh, das hatte ich noch nicht gefunden gehabt. Nice. Ja, fehlen aber trotzdem noch ein paar. 31 ist es jetzt. Das schaut hier noch besser aus. 16 zum Beispiel fehlt schon. Naja. Können wir uns nochmal ausruhen kurz? Dann schauen wir mal weiter. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen! Aha. Bekannter. Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Was war das eben? Achso, er hat gepennt, Alter. So ein Chaos. Was sollen wir nur tun? Hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Mutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher. Ich bin jetzt voll. Nein, dahin. Wo wir doch dachten, dass wir uns im Krieg nie wieder. Muss doch oben sein, oder? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Check ich jetzt nicht ganz. Wieso wird das so hier angezeigt? Was sollen wir nur tun? Na, nochmal nach oben schauen. Viel Glück bei der Terroristenjagd. Also hier kommt man ja auch nirgendwo hin. Ja gut, dann müssen wir doch wohl irgendwo zurück. Hier habe ich ja alles erledigt. Die ganze Mission hier kann man auch nirgendwo hingehen. Okay, gut. Was? Naja, Digga, bleib locker. Das heißt, ich kann eigentlich nur. Na, wo sind hier die Türen? Da ist sie. Das heißt, ich kann eigentlich nur zurückgehen. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palmer hat es mir erzählt.
Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Oh. Oji Sodi. Ja. Glauben Sie ja. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Das sollten wir eigentlich wirklich alleine rausfinden. Hast du Sektor 7 gesehen? Nee, hab mich noch nicht getraut. Sind Sie vom Wachdienst? Sollten Sie nicht lieber Dienst schieben? Ja. Reef hat eine Menge Unterlagen zusammengestellt. Zu welcher Abteilung gehören Sie, wenn ich fragen darf? Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Das ist die Damentoilette. Okay. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Also. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Mal schauen, ob da noch was rumliegt. Noch. Darf ich nicht. Ich darf da nicht lang. Okay. Blöd.
Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Naja. Da will er auch nicht lang, okay. Na komm. Was ist nun los? Kann ich jetzt auch zurück? Nee, er will immer um die Ecke gehen. Okay. Oder kriechen. Na dann. Na komm. Hä? Hier geht's. Warum? Toll, das ging vorhin nicht. Nun komm. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verloren. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reef? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird... stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource.
Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Hört, hört. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Aris. Los, hinterher. Na dann. Oh, geht's. Oder kann ich da nochmal reingehen? Nee. Gedacht, ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Was wir noch nicht haben. Nichts. Ausruhen brauchen wir uns auch nicht. Doch lieber. Obwohl, vielleicht doch lieber das? Moment. Stimmt.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Stehen bleiben! Ah? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Hilda, Alter, das ist eine Riesenhalle. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall, ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hätt'ste gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Hm. Ah, verstehe. Das heißt dann also... Natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Oh. Gnade. Gibt es nicht. Oha, was ist das? What the fuck, Alter? Abteilung für chemische Forschung hochgradig unterrichtet, kann sich mit eines Kampfes weiterentwickeln, zeigt sich eine feste Regenerationsfähigkeit. So, das ist ja super unstehbar, haben wir was. Nein, nein, nein.
Alter, weil er macht der Damage. Jetzt aber leider. Thank you.
Genau. Krasse Tür, oder? Nein, die Tür. Junge, du. Ja, sauer, der Typ. Was ist hier sonst so und so? Ah, schau mal hier. Wenn das nicht unser neuer Kumpel ist. Als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Diese Augen. Du bist ein Soldat. Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Geht klar! In Deckung! Ja. Aris. Tifa. Wow, das ist der Müll. Marlene, geht's gut. Dank dir.
Wir reden später. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Jetzt hab ich hier das an. Analysieren die Viecher hier. Wirksames Blitz, Gesicht der Schimmel. Speziell kann ich von der Entfernung verwandeln. Ich kann anschauen, an dem der linken Hand ist sogar eine hohe Angriffskraft. Diese Elite-Kämpfer beschützt das Quartier des Shinra-Konzerns. Tatsächlich mal eine Königsfede hernehmen. Was war das bitte? Los! Eris! Was jetzt? Ihr nach. Das wir müssen aber erstmal hier nochmal gucken, was hier so geht. Hier gibt's nichts zu holen.
Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, es spricht. Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Sind wir?
Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Hingenommen. Ich habe oft alleine geweint. Aeris, es wird Zeit, dass du redest. Und zwar über alles. Also gut, ich bin vom alten Volk. Aber das wisst ihr schon, oder? Der Begriff altes Volk stammt übrigens von Shinra. Wir selbst nennen uns Zetra. Der Planet gebärt uns, redet mit uns, öffnet sich uns. Auf das wir eingehen ins verheißene Land. Wo uns größtes Glück beschieden sein wird auf alle Zeit. Barret! Naja... Also, ich hatte das für ein Märchen gehalten. Shinra, wohl nicht. Sie suchen verbissen das verheißene Land. Weißt du, wo es ist, Aeris? Gibt es das wirklich? Gute Frage. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Aber noch weiß ich nichts. Selbst wenn, wäre es euer. Nein, es wäre dein Land, Aeris. Selbst wenn das Mako da nur so aus dem Boden sprudelt. Shinra hat da nichts zu suchen. Sie wollen es dir wegnehmen. Ha! Diese gierigen Raffzähne. Cloud, du wirst Aeris hier rausbringen, klar? Ich hab noch ein Hühnchen mit Shinra zu rupfen. Barret... Es ist nicht, wie du denkst. Nicht diese Nebelgeister schon wieder. Stammen die auch aus Shinras Labor? Das sind Moiren. Betrachte sie einfach als die Hüter dieses Planeten. Sie suchen die Heim, die das Schicksal zu verändern suchen. Und halten sie auf. Wie meinst du das? Schicksal? Das Leben. Das Planeten von seiner Geburt bis zu seinem Ende. Der Lauf der Dinge ist nicht mehr änderbar? Alles steht fest? Ja. Der Planet wird schon bald untergehen. Und diese dämlichen Scheißmäuren lassen uns ins Messer laufen. Ist das dein Ernst? Obwohl, langsam... Woher weißt du das alles überhaupt, hä? Wer garantiert uns denn, dass du uns nicht einfach etwas vormachst? Immerhin bist du ja einer von Shinras Hunden. Ich bin kein Hund. Als Aeris mir ihre Hand auflegte, hat sich mir all dies Wissen erschlossen. Also, Wisst ihr... Aeris! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen. Für die Menschen. Diese Welt. Sag, Aeris, was weißt du genau? Im Moment so gut wie nichts. Je mehr ich forsche, desto verwirrter bin ich. Wenn die Moiren mich berühren, geht immer ein Teil von mir verloren.
roten Blätter einer welkenden Blume. Ganz ruhig. Wir finden einen Weg. Nanu? Endlich hab ich euch gefunden! Hey, was soll das? Na, habt ihr mich vermisst? Wedge! Du hier? Mann! Schon wieder auf Trab? Dank der guten Verköstigung bei Elmira. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Wichtigeres zu besprechen. Schon bald? War das eine Explosion? Anormale Erschütterung. Das ist die Hauptgruppe von Avalanche. Sie wollen den Direktor einen Kopf kürzer machen. Der war leider zu langsam. Wegen der Explosion wurde Alarmzustand ausgerufen. Alle Mitarbeiter sind umgehend evakuiert. Wir stecken hier fest. Zugänge werden verriegelt. Kein Grund zur Sorge, junge Dame. Seht doch, die Routen im Labor sind noch nicht abgeriegelt worden. Ihr müsst hoch aufs Dach. Da wartet ein Hubschrauber der Hauptgruppe. Die Hauptgruppe? Als würden die uns jemals mit an Bord nehmen. Ich hab sie angebettelt. Bis sie genervt zugesagt haben. Wedge. Also dann, bis später. Der Schlingel hätte uns ruhig fragen können. Barrett, er hilft uns. Zu Hause wasche ich ihm den Kopf. Okay, dann haben wir wieder einiges erfahren wieder, würde ich sagen. Dann machen wir hier erstmal ein Break. Okay, also dann hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Wenn ihr uns ein Abo da lasst oder zumindest ein Like, Kommentar, würden wir uns freuen. Also dann. Bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy Road rein. Gelebt, als ich ein Kind war. Mhm.